Ich heiße Adele Diederich, arbeite an der Jacobs University in Bremen und mein Arbeitsgebiet ist die kognitive Psychologie. Insbesondere beschäftige ich mich mit Entscheidungsmodellen und Wahrnehmungsprozessen. Im Rahmen der Entscheidungsforschung habe ich mich der medizinischen Entscheidung gewidmet. Das heißt, wir untersuchen in einem Forschungsrahmenprogramm Priorisierung in der Medizin. Ein typisches Beispiel, was alle kennen, sind die Wartezeiten. Da ist eine ganz normale Priorisierung. Der Notfall wird zuerst behandelt und die weniger schweren Fälle reihen sich halt ein. Priorisierung hat allerdings auch eine ziemlich viel Sprengkraft, insbesondere im politischen Diskurs. Oft wird es mit Rationierung gleichgesetzt. Das ist eine Vorenthaltung notwendiger Behandlungsmethoden oder notwendiger Interventionen. Das Ziel unseres Forschungsprojektes ist, zu erforschen, wie Priorisierung in der Bevölkerung wahrgenommen wird, wie sie akzeptiert wird und welche Möglichkeiten es gibt, die Ressourcen in der Gesundheitsversorgung gerecht aufzuteilen. Wir haben letztes Jahr die ersten Ergebnisse ans Ministerium für Gesundheit geschickt und wir haben auch tatsächlich eine Antwort bekommen. Damals war es noch Herr Rösler, der das sehr interessant fand, aber seine Aussage in seiner Amtszeit und auch jetzt die vom neuen Minister, dass Priorisierung in seiner Amtszeit nicht diskutiert wird, steht nach wie vor. Insofern ist es natürlich auf einerseits ganz war das positiv, dass sie überhaupt reagiert haben, auf der anderen Seite etwas bedauerlich, dass sie nicht das besser aufgreifen konnten. Aber das ist natürlich für uns kein Grund, das jetzt nicht weiterzutreiben. Der Traum eines jeden Forschers ist natürlich, das zu forschen, was er oder sie als wichtig sieht. Heutzutage kann man Forschung bei den knappen Ressourcen der Universitäten nur machen, indem man Drittmittel einwirbt. Das heißt, der größte Drittmittelgeber für mich, ich mache Grundlagenforschung, ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Das geht natürlich nicht nur mir so, sondern ganz vielen anderen auch. Und ein Großteil unserer Forschungstätigkeit besteht mittlerweile darin, Drittmittelanträge zu schreiben. Und die ideale Welt würde für mich so sein, dass ich mir nicht ständig Gedanken machen müsste, woher ich die Ressourcen kriege. Natürlich können Forschungen auch von Pharmaindustrie zum Beispiel finanziert werden oder andere Interessensgruppen, die dann in der Regel sagen, wo es dann eigentlich hingehen soll. Und selbstverständlich gibt es das auch in Deutschland, dass bestimmte Forschungen dann von diesen Verbünden unterstützt werden. Aber es muss in den Publikationen immer gesagt werden, wer denn die Forschung gefördert hat. Und wenn dann da steht Pharmaindustrie so und so, dann kann man sich dann schon überlegen, dass das nicht ganz unabhängig ist. Das kann sein, aber in der Regel ist es nicht so. Und wir legen sehr großen Wert darauf, dass unsere Forschung unabhängig ist.